Ja, meine Damen und Herren, jeder Zweite hadert mit der Demokratie. Mit dieser Schlagzeile aus dem Befund einer Studie der Münchner Hans-Seidel-Stiftung machte vorletzten Mittwoch eine Münchner Tageszeitung auf. 71% der jungen Generation zwischen 18 und 34 Jahren haben kein Vertrauen in die Politik, so zumindest das Ergebnis bei den über 160.000 Teilnehmern der Online-Jugendumfrage Generation What im vergangenen Jahr. Nun, das sind stark vereinfachende Befunde ohne nähere sachliche Differenzierung. Ihnen liegen ihrerseits stark vereinfachende Fragestellungen zugrunde. Aber in unseren Zeiten der Emotionalisierung und des Postfaktischen entfalten diese auf den ersten Blick doch sehr entmutigenden Aussagen eine ganz eigene Wahrnehmungsdynamik. Dies ist nach meinem Dafürhalten ein entscheidender Schlüssel zum Verständnis und zur Bewältigung der gegenwärtigen Herausforderungen, über die wir auch heute Abend sprechen wollen. Lieber Herr Botschafter Ischinger, lieber Theo Weigel, sehr geehrter Herr Schöller, sehr geehrter Stavros Konstantinidis, meine Herren Minister, meine Herren und Damen Abgeordnete, Herr Bundeskanzler, meine verehrten Ehrengäste, das European Dinner hat sich in kürzester Zeit einen festen Platz im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz verschafft. Krise, Herausforderung, Lösung, darum geht es nicht nur heute Abend, darum wird es in den nächsten 3 Tagen gehen. Sehr geehrter Herr Kommissionspräsident, lieber Jean-Claude Juncker, mit Ihnen kommt heute Abend ein echtes politisches Schwergewicht als Diskussionspartner zu uns. Ebenso freue ich mich auf deinen Beitrag, lieber Manfred Weber. Wir in Bayern sind stolz, dass ein Landsmann Vorsitzender der größten Parlamentsfraktion ist. Und ich begrüße mit dir Markus Ferber. Meine sehr geehrten Damen und Herren, gegenwärtig erleben wir in der internationalen Politik eine Phase der Unsicherheit, wie wir sie uns noch vor 2, 3 Jahren nicht hätten ausmalen können. So wird heute getitelt: Münchner Sicherheitskonferenz in Zeiten maximaler Verunsicherung. Das Management von Unsicherheiten wird spätestens jetzt zur entscheidenden Schlüsselkompetenz in der Außen- und Sicherheitspolitik, ja in der gesamten Politik. Ich bin Leninist. Ich will das ganze System zu einem krachenden Kollaps bringen. Und das ist kein Spruch aus dem Verfassungsschutzbericht, sondern ein öffentliches Zitat des Chefberaters des neuen US-Präsidenten, der seinerseits vor wenigen Wochen die NATO für obsolet erklärte. Auch wenn es zur NATO zum Glück in den letzten Tagen auch ermutigendere Signale aus dem Weißen Haus gab. Das wäre ohne Waffen eine Kriegserklärung. So drastisch haben Sie, lieber Herr Ischinger, am Montag ein mögliches Hinarbeiten der USA auf ein Auseinanderbrechen der Europäischen Union qualifiziert. Manchmal bedarf es eines Schocks, um Einsichten zu erzwingen, so Bundespräsident Gauck vor wenigen Tagen in Maastricht. Ich habe soeben bewusst zitiert, ich habe nicht bewertet. Die genannte Verunsicherung beruht auf äußeren und auf inneren Herausforderungen. Die äußeren Herausforderungen liegen quasi auf der Hand. Ich nenne nur einige wenige Beispiele. Die Europäische Union steht unter Druck. Internationaler Terrorismus, Migrationskrise, Klimawandel. In vielen Regionen der Welt zerfällt die Ordnung, auch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Wir sind nicht nur von Freunden umgeben. Wir müssen unsere Außengrenzen schützen und zugleich den Menschen in Afrika, dem Nahen Osten und anderswo mehr Perspektiven bieten als bisher. Angesichts dieser Herausforderungen wird uns der bevorstehende britische Austritt aus der EU noch einmal mehr fordern, als es ohnehin schon ist. In unserem ureigenen Interesse müssen wir Premierministerin May daran festhalten, wenn sie sich zu einer trotz Austritt weiterhin engen Partnerschaft in Wirtschaft, Sicherheit, in Forschung und Innovation bekennt. Und auch und ganz besonders die transatlantische Freundschaft bleibt zentral und unverzichtbar. Trotz aller schwierigen Signale in den ersten Wochen der Trump-Administration.
Ich bekenne mich ganz klar, wie schon bislang, so auch künftig als Transatlantikerin. Und das gilt für die gesamte bayerische Staatsregierung. Jedes Jahr bin ich zu politischen Gesprächen in Washington und anderswo in den Vereinigten Staaten. Das wird auch dieses Jahr nicht anders sein. Und nicht jede aktuelle Kritik aus Amerika ist unberechtigt. Ja, es stimmt, die allermeisten NATO-Partner, auch wir Deutsche, wir verfehlen die ja eingegangene Selbstverpflichtung von 2% des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Lieber Herr Ischinger, Sie haben das angesprochen. Wir können uns dieser berechtigten Debatte um faire Lastenteilung sicher nicht verschließen. Aber gerade aus echter Sorge um eine auch künftig engste Partnerschaft mit den USA heraus, müssen wir auch die aktuellen Sorgen der Menschen ansprechen und adressieren. Die oben genannten Zitate sprechen für sich. Wir können nicht die Augen verschließen und müssen ganz genau hinsehen, welche Politik aus Washington jetzt auf uns zukommt. Wir sind offen und sorgfältig, aber auch realistisch, weil wir die Freundschaft bewahren, ja, weil wir sie natürlich noch weiter stärken wollen und ich meine auch müssen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, erst letzte Woche war ich in der Ukraine. Die dortige Situation macht eigentlich deutlich, in Zeiten globaler Krisen und Unsicherheiten müssten wir außenpolitisch eigentlich dringender denn je mit einer Stimme sprechen. Es gilt heute so sehr wie gestern, die USA und Europa brauchen einander. Bleibt es auch in Washington bei dieser Erkenntnis? In jedem Fall aber rückt für uns Europäer die Eigenverantwortung stärker in den Vordergrund. Gerade jetzt müssen wir als Europäer zusammenstehen. Die NATO ist und bleibt das Fundament unserer Sicherheitsordnung. Mit einer europäischen Verteidigungsarmee als Ergänzung könnten wir aber noch mehr zu unserer Sicherheit beitragen und die weltweit strategische Rolle der EU stärken. Es sind meines Erachtens die inneren Herausforderungen, die noch entscheidender sind zum Verständnis der gegenwärtigen Situation. Eine wesentliche Ursache der maximalen Verunsicherung liegt in vereinfachenden Botschaften und im Populismus. Ich habe anfangs zwei Umfragen zitiert, die zeigen, dass diese Welle nicht nur in Amerika existiert, in Großbritannien eine Brexit-Stimmung befeuert hat und in Frankreich Frau Le Pen nährt, sondern dass der Samen einer solchen Welle auch in Deutschland und Bayern schlummert, wo es noch nie so vielen Menschen so gut ging wie heute. Welch große Diskrepanz tritt hier zutage. Die wirtschaftliche Lage ist objektiv so gut wie nie zuvor. Mehr Menschen denn je können objektiv, zuversichtlich in die Zukunft blicken. Unsere äußeren Lebensbedingungen sind besser, als es sich unsere Eltern und Großeltern je hätten träumen lassen. Woher also kommt diese Welle der Unzufriedenheit? Zunehmende Komplexität, berechtigte, aber auch nur vermeintliche Status- und Wohlstandsängste, vor allem der Epochenbruch der neuen digitalen Medien, der zu einer, wie wir jetzt merken, wohl doch revolutionären Veränderung der Weltsicht bei vielen Menschen führt. Es gibt viele Gründe für diese Entwicklung. Seit Jahren beschwören wir Politiker Europa als einen einzigartigen Raum der Freiheit, der Sicherheit, der Demokratie, der Selbstbestimmung und vor allem des Friedens. Aber stets, wenn wir es beschwören, winken die einen ab und sprechen von Sonntagsreden und andere wollen die Stärken und Vorzüge unserer Ordnung erst gar nicht wahrnehmen. Und wir? Wir sind vielleicht zu passiv geworden bei der Verteidigung unserer Werte. Das gilt auch für unser großes Friedens- und Wohlstandsprojekt der Europäischen Union. Wenn wir die unglaublichen Errungenschaften der westlichen Demokratie nicht wieder offensiv, nicht wieder mit heißem Herzen verteidigen, dürfen wir uns über den Vertrauensschwund nicht wundern. Ich will mehr solch leidenschaftliche Reden, wie sie Theo Weigel heute gehalten hat, wie sie der österreichische Bundespräsident gerade in Straßburg gehalten hat. Es ist dieser genannte Vertrauensschwund, der maßgeblich zur neuen Unsicherheit beiträgt. Wir alle, jeder Einzelne, sind dafür verantwortlich, wenn wir uns selber schwächen, weil wir das Vertrauen auf die Demokratie verlieren. Wir alle müssen uns selbstkritisch fragen, ob wir mit unserer Wahrnehmung, für die wir schließlich selbst verantwortlich sind, Teil des Problems sind.
In postfaktischen Zeiten hat die emotionale Regung eine ganz neue Bedeutung. Wir müssen für unsere Werte und Errungenschaften viel stärker und wir müssen es mit Emotion und Empathie kämpfen und wir müssen letztlich eine positive Geschichte erzählen, weil die Fakten unter dem Strich klar zeigen, dass das Glas eben doch deutlich mehr als halb voll ist. Wir müssen es machen wie die Münchner Europakonferenz, wie Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mit anderen Worten, wir werden die gegenwärtige Krise erst dann überwunden haben, wenn die anfangs zitierten Umfragen wieder mehr Vertrauen in die Demokratie zeigen und das Hadern zurückgeht. Dafür müssen wir unsere Wahrnehmung und unsere Werte wieder mehr Einsatz zeigen als bisher. Und die gute Botschaft ist, wir können es schaffen. Oder wie Theo Weigel gesagt hat, alle Krisen sind lösbar. Der Kiewer Oberbürgermeister Vitali Klitschko hat mir letzte Woche bei meinem Besuch im Kiewer Rathaus gesagt, nicht Panzer, sondern Information und Kommunikation sind die stärksten Waffen unserer Zeit. So ist es. Es liegt an uns selbst, mit richtigen Fakten und mit mitreißender Kommunikation zu prägen und so die Erosion des Vertrauens umzukehren. So werden wir Europa stärken und zukunftsfähig machen. Ich freue mich auf das Gespräch mit Ihnen.